bin der Jürgen aus Eberswalde. Und wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Kannst du mich aber trotzdem duzen? Hallo, Herr Lehmann. Ah, hallo. Hallo, Herr Lehmann. Hallo, Heidi. Hallo, Karl. Frank. Was haben Pralinenschachtel, Wanne und Vogelnest gemeinsam? Würde ich diese Frage den Touristen auf dem Neumarkt oder den Passanten auf der Prager Straße stellen, würde ich wohl nur Kopfschütteln ernten. Aber ich bin sicher, sehr viele unter Ihnen, liebe Gäste, haben bei diesen Begriffen schnell etwas vor den Augen. Die steil abfallende Tribünen des Estadio Alberto Jacinto Armando in Buenos Aires, besser bekannt als die Pralinenschachtel La Bombonera. Das förmlich über den Rängen schwebende Dach des Feyenoordstadions in Rotterdam, welches jeder nur die Wanne, der Kup, nennt. Die filigrane Außenhülle des Nationalstadions in Peking, das als Vogelnest bei den Olympischen Spielen bewundert wurde. Meine Damen und Herren, eine Stadt besteht aus vielen Bauwerken, aber nur wenige prägen sie auch. Auch wenn sie das tun, dann geben ihnen die Menschen, die in der Stadt leben oder sie besuchen, einen eigenen Namen neben dem offiziellen. Insbesondere, weil die Gebäude nicht nur architektonisch auffallen, sondern sie einen Platz im Leben der Stadt haben. Weil Bewohner und Besucher das Bauwerk nicht nur anschauen, sondern nutzen und viel mehr erleben können. Triumph und Niederlage, Eleganz und Kraft, Ehrgeiz und Fairplay. Stadien produzieren große Emotionen und erobern sich so unsere Herzen. Dementsprechend ist der Neubau des Heinz-Steyer-Stadions für die Stadt Dresden eine Herzensangelegenheit. Und mir ist es deshalb eine ganz besondere Freude, Sie heute zur Grundsteinlegung begrüßen zu können. Sehr geehrter Herr Staatsminister, lieber Herr Piwatz, liebe Staatsministerin, Frau Lepsch, sehr geehrter Herr Otto, sehr geehrter Herr Dietrich, liebe Frau Schimpf, herzlich willkommen, verehrte Damen und Herren aus Politik, Sport und Wirtschaft und insbesondere liebe Stadträte und Stadträte, lieber Herr Kollege Dr. Lames. Traditionell markiert der Grundstein den Baubeginn. Bei unserem Heinz-Steyer-Stadion können wir aber genauso gut von einer Baufortsetzung sprechen, welche gleich mitgenutzt wird, um die Grundsteinlegung nachzuholen. Beim mittlerweile abgeschlossenen Abriss von Tribüne und Traversen haben die Bauleute nämlich keine Spur des alten Grundsteins oder der Zeitkapsel von 1918 gefunden. Und in über 100 Jahren, in denen hier sportlicher Wettkampf zu Hause ist, wurde das Stadion immer wieder um- und ausgebaut. Aus Holztribünen wurden steinerne Ränge, eine große elektronische Anzeigetafel zog ein, im Laufe der Jahrzehnte immer wieder Modernisierung, Renovierung. Das Steyr-Stadion machte in dieser langen Zeit den technischen Wandel an mancher Stelle nicht nur mit, sondern gab durchaus, man denke, wie schon erwähnt, an die erste Flutlichtanlage Deutschlands auch den Takt vor. Gleiches galt für die sportlichen Leistungen. Davon zeugt bekanntlich die Weltrekordtafel, die nach dem Diebstahl nun glücklicherweise wieder da ist. An das alles knüpfen wir nun an. Nun bedeutet in einer Zeit, die uns noch einmal vor Augen führt, wie wichtig sportliche Werte auch außerhalb des Sports sind. Vielfalt, Kooperation, das Einhalten von Regeln und gegenseitigen Respekt über Grenzen hinweg. Der Waldstall für den Lichtring, das prägende Element des zukünftigen Stadions, sollte aus Mariupol geliefert werden. Mehr Worte muss man an dieser Stelle, glaube ich, nicht verlieren. Natürlich hat dies Folgen für den Bauablauf. Natürlich bringen weltweit gestörte Lieferketten
unter anderem für Betonstahl und Fertigteile oder elektronische Komponenten, Kostensteigerung mit sich. Was mich jedoch an erster Stelle bewegt, ist das Leid, welches die Menschen in der Ukraine, ganz besonders auch in Mariupol, erfahren müssen. Und insoweit freue ich mich heute ganz besonders, dass wir ja im Anschluss noch eine Sonderstadtratssitzung haben. Da kann man ein kurzes Lachen, aber auf das, was wir dann ja auch erleben werden, dass wir heute als Gast eine Stadträtin aus Butscha da haben werden und die uns das Leid, glaube ich, auch nahebringen wird, was da in vielen, vielen Gemeinden in doch sehr naher Nachbarschaft wir leider immer wieder jeden Tag sehen müssen. Ich bin dankbar dafür, dass wir mit den Zech Sports GmbH einen Partner an Bord haben, mit dem wir offen und ehrlich nach Lösungen suchen. Gemeinsam haben wir das Ziel im Blick, auf Basis der geschlossenen Verträge eine der größten kommunalen Baumaßnahmen im Dresdner Sport seit 1990 termingerecht über die Ziellinie zu bringen. Gerade in diesen Zeiten brauchen wir Orte, an denen Menschen zusammenfinden. Genau das geschieht beim Sport und im Stadion. Erst am vergangenen Wochenende war ich beim Vereinsjubiläum der Rugby Cricket Dresden e.V., wo generell und gerade nach 2015 tolle Integrationsarbeit geleistet wurde. Das ist nur ein Beispiel, das zeigt, wie groß und vor allem vielfältig die Sportfamilie hier im Ostergehege ist. Das betrifft die Mitglieder genauso wie die Sportarten. Deshalb ist unser Ansatz der Multifunktionsarena für Spitzen- und Breitensport genau richtig. Denn vom Neubau des Steierstadions für Leichtathletik, American Football, Fechten, Squash und mit den Flächen für die Vereine und Verbände geht ein wichtiger Impuls für den gesamten Sportpark Ostra aus. Die erste große Veranstaltung hier sollen 2024 die deutschen Leichtathletikmeisterschaften sein. Das ist und bleibt unser Ziel. Es sollen sich wieder tausende Menschen im erneuten Heinz-Steier-Stadion am Sport erfreuen, egal ob beim Sporttreiben, als Zuschauer oder bei neuen Events, die im Stadion ausgetragen werden. Vielleicht gelingt es auch, das goldene Oval der Leichtathletik wieder zu beleben. Sei es als Wettkampfformat oder auch Spitzname für eine Sportstätte, die wir einst Medaillen und Rekorde erleben darf. Bis es soweit ist, wünsche ich den Bauleuten gutes Gelingen und stets unfallfreie Arbeiten. Den Planern und Steuerern wünsche ich, dass wir weiter gemeinsam gute Lösungen für das Projekt finden. Und uns allen wünsche ich einen tollen Nachmittag bei einem gemeinsamen Empfang im Anschluss an die Zeremonie zur Grundsteinlegung. Vielen Dank. Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Frau Landtagsabgeordnete und Kollegin, liebe Barbara Klepsch, meine Damen und Herren Stadträte und Stadtbezirksbeiräte, liebe Vertreter der Bauleute und der Planer, liebe Vertreter des Sports, meine Damen und Herren, ich bin schon schwer beeindruckt, wenn man sich in Erinnerung ruft, der Oberbürgermeister hat es angesprochen, vor 7,5 Monaten waren wir schon mal hier alle miteinander. Erstens, dass nach wie vor so ein ungebremstes Interesse am Steierstadion besteht, dass so viele heute hier sind. Aber was eben in diesen 7,5 Monaten schon passiert ist, was man schon mit Händen quasi greifen kann, mit Augen sehen kann, wo man das Gefühl hat, das wird gut. Ich habe es so grob überschlagen, Mathe war nie so meine Stärke, aber wenn wir nochmal 7,5 Monate bis zum Richtfest und dann nochmal 7,5 Monate bis zur Einweihung hätten, dann müssten wir einigermaßen im Zeitplan sein. Insofern die Schritte, die bislang gegangen wurden, großen Respekt an alle, die das möglich gemacht haben. Das lässt sich wirklich sehr, sehr gut an. Ich hatte zur Bedeutung dieses Stadions für die Stadt, aber auch für den Freistaat Sachsen schon beim ersten Spatenstich oder beim ersten Baggerabriss, muss man ja sagen, schon einiges gesagt. Das will ich heute nicht wiederholen. Ich will mich auch ganz bewusst kurz fassen mit einem Gedanken, der mir heute wichtig erscheint. Wenn wir dieses Stadion jetzt miteinander wachsen sehen und ganz konkret sehen, da entsteht etwas und wirklich auch die Zeit, bis es fertiggestellt wird, schon überschaubar ist, dann sollte man miteinander noch intensiver, als das ohnehin schon getan
getan wurde, über die zukünftige Nutzung des Stadions reden. Natürlich wissen wir, was hier stattfinden soll, gerade was den Vereinssport betrifft, die Dresden Monarchs, der DSC, die Leichtathleten, die Fechter, wer auch alles dieses Stadion in Besitz nimmt. Das ist uns schon allen ganz klar. Ich glaube aber, dass wir über den Vereinssport hinaus Konzepte entwickeln, wie wir dieses Stadion auch darüber hinaus mit Leben füllen. Als wirklich Versammlungsort, als Gemeinschaftsort, wo Sport miteinander geprägt wird. Und ich bin sehr froh, dass die Leichtathleten da schon den ersten Schritt gemacht haben. Herr Grotkopf, Herr Kröschow waren schon bei mir. Nämlich die Frage, wie kann man Schulsport mit dem Sport im Verein beziehungsweise mit den sportlichen Aktivitäten, die ohnehin hier im Stadion sind, sinnvoll miteinander verknüpfen. Und das ist meine Bitte und auch mein Anliegen, dass wir es auch denen, die vielleicht noch nicht im Verein sind oder die an anderer Stelle in einem Verein tätig sind, dann auch ermöglichen, in diesem tollen, in diesem modernen Stadion Sport zu treiben. Ich glaube, dass das uns allen einen Schub nach vorn geben wird und dieses Stadion wirklich in das Herz der Stadt, aber durchaus auch in das Herz des Freistaates hineinbringen, weil es eben eine wichtige Sportstätte ist. Und das ist meine Bitte, dass wir das gemeinsam weiterdenken. Wir als Kultusministerium, wir als Freistaat, denke auch Barbara Klepsch, die ja den Tourismus für sich noch mitverantwortet, hat da auch ein großes Interesse dran, dass diese Stätte für möglichst viele erlebbar ist. Wir stehen da gerne als Partner zur Verfügung. Und das ist gleichzeitig auch nochmal mein Dank. In der Finanzierung haben wir da schon eine Partnerschaft gut miteinander hinbekommen. Lassen Sie uns das auch in der Betreibung miteinander tun. Und ich glaube, da können wir uns wirklich in den nächsten Pi mal Daumen, 14 Monate, das ist noch ein bisschen länger, können wir uns dann auf eine schöne Sportstätte freuen. Heute ist ein weiter wichtiger Zwischenschritt. Ich wünsche allen, die die nächsten Monate hier gestalten, weiter unfallfreies Arbeiten, gutes Gelingen und dass wir bitte, Herr Oberbürgermeister, in dieser Schrittfolge uns hier wieder treffen, dann entsteht was wirklich Gutes, auf das wir uns freuen können. Herzlichen Dank. Wir als Planer treten jetzt einen Schritt zurück. Wortwörtlich wird das, was wir geplant haben, in Beton gegossen. Wir sehen es schon und ich bin doch sehr angetan über die Qualität und freue mich. Wir werden also vieles davon auch sichtbar lassen können und müssen es nicht anstreichen. Ja, das ist auch der Plan. Insofern ist das alles so wie gewünscht. Ich wünsche denen, die das Zepter jetzt weiterhin in der Hand halten, den Bauleuten, die ja hier auch heute dabei sind, viel Erfolg, gutes Gelingen, unfallfreie Arbeit. Und ich habe auch noch einen Herzenswunsch. Ich wünsche mir, dass wir dieses schöne Projekt für die Stadt Dresden auch so umsetzen können. Sie haben die Krise angesprochen, es ist tatsächlich eine besondere Herausforderung für das Projekt. Und wir müssen sehen, dass wir die gemeinsam meistern, weil die Baupreissteigerungen gibt es tatsächlich, die Lieferengpässe gibt es tatsächlich. Und ich möchte zusammen mit Ihnen hier in nicht nur zum Richtfest, sondern auch zur Fertigstellung feiern und gemeinsam mit Ihnen stolz darauf sein, was Dresden dann hat. Ein Ort des Sportes, aber auch ein neues Highlight für die Stadt, für das Dresdner Stadtbild. Ich danke Ihnen allen für die Aufmerksamkeit und wünsche uns ein schönes Grundsteinlegungsfest. So, jetzt würden wir die Grundsteinurne einmal wandern lassen und dann immer, wir fangen mit dem Oberbürgermeister in der Mitte an. Genau, na, genau so immer schön nach vorne zeigen mit den Sachen. Genau, der Oberbürgermeister fängt an. Genau, so ein bisschen daneben. So, genau. So, was tun wir denn rein? Es soll eine richtige Zeitkapsel sein, also damit wir uns an diese Zeiten hier so um 2020, 21, 22 erinnern können, muss natürlich eine Maske sein. Ohne den geht es ja schon gar nicht. Dann haben wir eine Baugenehmigung, dann natürlich heute einmal die offizielle Einleitung und der Ablauf für die Grundsteinlegung. Und dann gucken wir mal, wie lange es auch so bestandskräftig ist, der aktuelle Geschäftsverteilungsplan bei der Landeshauptstadt Dresden. Und es darf natürlich eine Fahne der Stadt Dresden nicht fehlen. Ist das schon der neue für nach dem 12. Juni oder ist das noch der aktuelle? Aber mal schauen. Das ist in der Tat, ist das richtig. Dann rein damit, einmal ganz kurz innehalten, bevor Sie sich ganz rein versenken, dass die Fotografen alle ihre Bilder machen können. Großes Lächeln, großes Strahlen, jawohl. Wunderbar, vielen Dank. Wir rutschen eins weiter nach hinten. Herr Bieberts, was gibt es von Ihnen zum Einfüllen in die Grundsteinurne?
Also jetzt noch einmal ganz offiziell ist die beiden Zuwendungsbescheide über die Förderung durch das Land, einmal die 4 Millionen und einmal die 766.713,60 €. Die 60 Cent hat der Dr. Lahmes natürlich davon. Das hoffe ich, ich glaube, mein Amtsleiter oder der Stadt, der hat wegen 1 Cent dann nachgerechnet. Der ist aber auch nicht mehr im Dienst jetzt. Organigramme wechseln hier, das ist verrückt. Gewisse Kontinuitäten gibt es ja. Insofern ist das ganz wichtig, dass wir sozusagen den Beitrag zusammenhalten. Und dann haben wir natürlich nochmal die 4 Dresdner Tageszeitungen. Mhm. Wichtig, einerseits die große Schlagzeile, Solides an der Zapfsäule. Für mich natürlich interessant, Dresden Monarchs neuer Quarterback ist endlich da. Die Liga hat drauf. Alle 4 kommen dann rein. Auch für Sie nochmal ganz kurz innehalten, bitte, mit allem, was ruhig noch rein. Genau, so, einmal kurz innehalten für die Fotografen. Wunderbar, 5, wunderbar, perfekt. Und dann einmal rein damit. Zack. Ja, so schnell gehen 4 Millionen. In die Urne. So, wir rutschen mal ein Stück weiter. Ich bin, also als ich die Aufteilung gelesen habe, wer was reintut, Dr. Lahmes, habe ich wirklich, ich hatte ein kleines Lächeln auf den Lippen und freue mich sehr jetzt gleich, was Sie in die Urne reintun. Es ist kein Fahrrad, so viel können wir es noch verraten. Ja, es ist nicht so sonderlich originell. Bei solchen Gelegenheiten teilen die mir immer das jeweils geltende Kleingeld zu, das als Erinnerung hier reinkommt. Aber es hat auch in Zeiten wie diesen, glaube ich, etwas zu sagen, einfach als Erinnerung. Wenn es einmal ausgegraben wird, wird es eine Erinnerung sein, dass es das auch damals schon Europa war. Und es ist nur zu wünschen, dass das dann in noch mehr Ländern in Europa gilt, nämlich allen, die das wollen und allen, die das anstreben. Das kommt auf jeden Fall schon mal rein. Das Zweite ist, daran müssen sich die Bauleute auch messen lassen, die Ansicht, die wir bestellt haben. Und dann schauen wir, wie es am Ende aussieht, ob es dann auch wirklich so geworden ist. Aber ich bin da sehr zuversichtlich bei allem, was wir hier auf der Baustelle erleben, an hochgradiger Professionalität von allen Seiten. Und zu guter Letzt, in einer sich digitalisierenden Stadt auch ein Stick. Mal gespannt, ob der dann wird gelesen werden können, wenn er dann mal ausgegraben wird. Der dokumentiert nochmal den Abriss und damit auch letztlich den Zustand zuvor in elektronischer Form. Sollte es dann nicht mehr gelesen werden können, kein Problem, in unserem elektronischen Stadtarchiv wird man das nach einem Standard auch lesen können, der weltweit vereinbart ist und von dem wir ausgehen, dass er auf Dauer auch von den Archivarinnen und Archivaren gelesen werden wird. Dr. Lahmes, vielen Dank. Genau auch für Sie gilt, einmal alles zusammenrollen und kurz innehalten, dass die Fotografen das Foto machen können und dann ruhig so ein bisschen zusammenrollen, dass dieser Moment, wenn Sie das wissen, das ist ja für die Ewigkeit der Moment, ja, kommt auch mit ins Staatsarchiv, neben dem Mittelmann. Und vor allem, dass das Geld nochmal allen zeigen, das ist toll. Und dann so ein bisschen die Ohren reinhalten und dann können wir die Fotos machen und dann geht es auch gleich weiter. Ja, hervorragend. Großes Lächeln, jawohl, vielen Dank. Dankeschön und einmal rein damit. Und dann machen wir weiter mit dem Projektleiter. Ulrich, was gibt es von Ihnen rein in die Grundstellung? Natürlich, von uns gibt es erstmal Pläne. Und nach denen bauen wir ja. Also haben wir hier einmal den Freianlagenplan. Ganz wichtig, wenn wir das Gesamtkonzept sehen. Die Freianlagen, die ja rundherum ja mitgestaltet werden, damit dieses Stadion wirklich irgendwie das zu einem Stadion wird. Dann haben wir die Grundrisse reingelegt, damit man auch dann nochmal in 1000 Jahren gucken kann, habt ihr es denn wirklich so gebaut, wie ihr es geplant habt. Ne? Und dann haben wir noch, ich glaube, einen Kugelschreiber gibt es noch. Ne? Den Unterschrift. Tatsächlich würde sich auch nochmal darstellen. Ja. Deshalb gibt es einen Kugelschreiber. Und dann haben wir noch bei der Anzeige dort, Tafel dort drüben, die Abdeckung der Lichter. Das ist ja nur doch ein Element, was eigentlich ziemlich wichtig ist, auch für dieses Stadion. Und das wird ja auch wieder auftauchen später. Das kommt auch mit rein. Wunderbar. Dann auch da kurz innehalten. Ah, so, also einmal innehalten und lächeln nach vorn. Gucken Sie mal, wie schön das geht. Nicht so viel Werbung machen, das muss man auch. Der NDR muss auch senden können. Ja. Das muss man ständig Produktplacement oben reinschreiben in die Ecke. Kollegen vom Sachsenspiegel. Vielen Dank, Dankeschön an der Stelle. So, ja, jetzt kommen wir zu dir. Jetzt kommen wir zu dir. Was gibt es von dir sozusagen reingeworfen? Ja, von uns gibt es einerseits unser DSC-T-Shirt, was natürlich für unseren Leichtathletikverein nicht nur für Leichtathletik, sondern vor allem für den ganzen DSC gilt. Und unsere Weltrekordtafel als Bild
als Historie sozusagen dazu. Ganz kurz von mir noch eine ganz kurze Frage in Sachen Leichtathletik in diesem Jahr. Wie sieht es bei dir aus? Was macht der Sprint? Läuft, würde ich sagen. Ja, voll geil. Haben das ja alle Fragen beantwortet. Nein, also natürlich Ziel ist in Berlin die Deutsche Meisterschaft mitzulaufen. Und mal sehen, was passiert. So, kurzer Sprint noch bis dahin. So, jetzt auch da rein. Noch mal kurz Vorsicht hier mit dem Stahl, bitte, sonst ist Berlin Geschichte. Kann ich rein? Bitte die Herren mal dahinter stehen. Dahin, achso, wir probieren mal ein Gruppenbild, jawohl. Jawohl, ich noch ein bisschen hier. Ja, Vorsicht mit dem Stahl. Bitte, habe euch schon Abteilungsleiter des DSC stürzen sehen über diese Stahlträger. So, mit Verletzungspotenzial. So, großes Lächeln. Wunderbar. Bitte einmal hierher dann. Ja, wir gehen mal die Reihe ab, wir fangen mal. Stopp. Ja, wunderbar. Bitte alle zu mir schauen. Einmal lächeln. Haben wir das ein bisschen nochmal die Rolle drehen nach oben, dass wir das wirklich alles gut sehen? So ist fein. Perfekt. So. Natürlich, wenn Sie mal ein kleines bisschen nach ranrutschen, Oberbürgermeister, er beißt nicht, versprochen. Oder wollten Sie rumstehen wegen der Körpergröße? Nein, okay. Oh, Leute leben von innen heraus. Da vorne reinkommen. So, jetzt reintun. Und alle sind freut. Nochmal nach vorn gucken beim Reintun. Jawohl. Guck mal, so ist schön. Ah, hervorragend. So, jetzt können wir es reintun. Herr Dietrich, Sie verschließen, auf Sie nicht stolpern. Und jetzt bitte ich Sie mal alle zu mir hier rumzukommen. Diana, kommst du bitte mal hier an die Ecke zu mir? Genau, die Hämmer mitnehmen, das ist wichtig. Hier an die Ecke. Oberbürgermeister, Sie bitte hier an diese Seite. Damit ich was daneben bin. Dr. Lammes, dass wir hier wirklich so richtig an die Ecke ranrutschen, dass die Bilder sehr schön werden. Und dann nehmen wir den Herrn Dietrich noch in die Mitte. So, Herr Dietrich, mal hier nehmen, ich hätte Sie gerne bitte hier, damit wir da eine Lücke schließen und Herr Lammes bitte richtig ranrutschen. Herr Lammes, richtig ranrutschen, jawohl, das wäre schön. So, das wäre wunderbar. Und wenn wir das schön ein bisschen drüber halten, dass der Dr. Lammes vielleicht mit anfassen kann, jawohl. So, nochmal ein großes Lächeln. So, das ist sozusagen jetzt. Einmal lächeln, jawohl. Wollen wir, habt ihr alle? Was? Einmal in die Mitte gucken, jawohl. Ja, genau, dahin. So, eins weiter, Kamera. Einmal ganz kurz den Blick hier rüber vielleicht, nicht hier auch aus dem Bild, dass alle immer mit dem gleichen Lächeln. Das ist ja der Moment. So, alle zufrieden? Dann jetzt vorsichtig ablegen nach unten und nicht weggehen. Nein, das ist die einzige Frau auf dem Bild, um Gottes Willen, geh hier auf dem Bild aus. So, machst das Bild ja schön. So, alle ruhig mal richtig ranrutschen, Herr Bieberts, ruhig mal Körperkontakt, jawohl. Na, so, zwischen FDP, SPD, naja, so. Wunderbar. Und jetzt können wir das ganz langsam nach unten absenken. Runtertauchen, genau. So. Jetzt bräuchte ich nochmal vier starke Herren. Ihr seid die vier starken Herren. Einmal bitte die Platte auflegen. So, das ist sozusagen jetzt die Schließplatte für den Grundstein. Genau, die Stahlträger.